So, damit willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir waren ja stehen geblieben, dass unser Kollege zusammengeschlagen wurde im Generatorraum. Und da endete ja nicht die Geschichte, sondern wir sind ja mit seiner Kollegin dann mit dem Auto losgefahren, um ihm zu helfen. Aber jetzt natürlich liegen geblieben wegen dem Sturm. Aber ich meine, jeder hat die anderen Folgen gesehen. Denke ich mal. Und jetzt probieren wir mal, hier den Weg zu finden. Wir bleiben einfach mal auf der Fahrbahn hier. Es ist ganz schön dunkel da draußen. Da sehen wir auch schon ein paar Punkte. Mal hier ein bisschen gerade hinsetzen und sehe ihm selber nichts. Dann glotze ich immer ins Licht rein. Das wollen wir ja nicht. So. Achso, wir sehen uns noch gar nicht auf der Karte. Okay. So, wir können ja mal schauen, ob der Fahrstuhl jetzt geht hier. Außen. Sonst müssen wir, glaube ich, durch den Wartungsschacht rein. Na gut. No climbing for me then. Na gut, vielleicht ist die Haupteingangstür jetzt offen. Nachdem wir da allerhand Schalter betätigt haben im Innern. Ja, kann ja sein. Muss man das Mikrofon hier ein bisschen näher rannehmen. So lustig, wie das wird das rauszensiert hier? Nee, doch nicht. Ich dachte gerade. Der alte Spuckschutz vom Mikrofon. Oh, how am I supposed to get in? Ah, he left his tools in the LTV. Jawohl. Also hat er doch alles seinen Sinn, dass wir die Tür nicht aufgebrochen haben. Kann die jetzt selber machen. So. Mach mal auf die alte Karre hier. Why does he even have this in here? Not that I'm complaining. I mean, I guess I am. Und auf geht's. Die Frau mit dem Schneißbrenner. Und wieder die Treppe rauf. Lalala. Ja, ist ein ganz schönes Spiel, allein optisch. Ich denke mal, dass die Gruseleffekte jetzt gleich noch zunehmen. Wäre natürlich richtig gut. I'm sure it's fine to cut this door. Only one way to find out, really. Jetzt aber. Oh my God, I'm so sorry. I did not mean to scare you. I saw you out in the storm. Are you okay? Yeah. What the fuck? Yeah, I'm fine. Good. Good, because there is some really weird shit going on here, right? Yeah. Ja, das ist auch ganz schön cringe, Alter. Jessica Appleton, and you? I'm Nick. I run the drills around here. I did, you know. Das ist fucking cringe, Alter. Where is your team? Oh, I mean, they're off-site. We can't drill in these storms.
Who are you here with? No one. I'm responding to an alarm. Oh, right. Yeah, the alarm. Der ist mega weird, Alter. What the fuck? Jawohl, immer drauf da. I can help you, okay? You need to calm down, just breathe, and you open the door and I'll take you to go see your friend, okay? All right, but you gotta calm down, and you gotta open the door, okay? Come on, open the door, just open the door. It's easy, open the door, open the door, open the door. Open the fucking door! I'm sorry, I got mad. Sometimes I just boom. A richtiger Psychopath, man. What the fuck? I'll be seeing you. Bester Mann, ey. Geil. Suits. What are you doing, Jessica? Erstmal eine Runde Base gechillt, Mann. Let's go. Beep, boop, ba, boop. Hallo? He was in the maintenance unit. That I know. I need to check it. Wieso die ganzen Karten ja nicht? Wie soll ich denn dann weitergehen da mit der Medical Bay? Kommen wir denn ja eigentlich? Können wir eigentlich was machen hier in der Medical Bay? Dürfte doch eigentlich alles zu sein. Wir schauen uns erstmal hier um. You idiot. This is out of control. I need to get Jack and get the fuck out of here. So, lustig, dass man das jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive sieht. Also, sie jetzt zum Beispiel. Gut, hier kann man sich nur umschauen tatsächlich. Ich dachte, hier ist jetzt noch irgendwas zu holen oder so. Weil man jetzt hier hin kann. Aber ich glaube, die verfolgt. Wir gehen jetzt einfach mal dahin, wo wir hin sollen. Kann sich das auch nochmal anschauen. Entweder ist es jetzt noch offen, weil wir das vergessen haben, dass sie das anschauen können. Okay. Some good news. I think my work here is beginning to pay off. Okay, das haben wir ja schon gesehen, deswegen will ich euch nicht nochmal damit aufhalten. Ich dachte, jetzt ist irgendwas Neues dazugekommen oder so.
Okay, ist der. Jessica, it's been a long night. And I'm just trying to contain this. Is Jack alive? Where is he? You care for him. I get that. Even with my help, there is nothing I can do for either of you now. What you are doing is insane. Take a look around. And tell me I'm wrong. Wrong? Why would you do this? Jack London said it best. The proper function of man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time. Kann sie auch ihr Glück versuchen? Can't be the fall guy if he doesn't come back. Wir gehen ja mal gleich dahin, wo wir hin müssen. Wir können natürlich so viel entdecken hier. Kommt natürlich immer drauf an, wo dieser Geisteskranke unseren Kollegen hingebracht hat. Der will ja schließlich in den Urlaub fliegen. So. Geht das nicht weiter? Wenn ihr jetzt so einen Controller habt, wo man schon, keine Ahnung, so 7000 Stunden drauf gespielt hat, auf den Steuerkreuzen, das ist so ganz abgespielt quasi. Und der Controller hier ist ja richtig neu. Schneidet noch so richtig ein. Ja, da. Aber wir kriegen die Stundenanzahl auf den Controller bestimmt auch noch rauf, wenn wir hier weiter so coole Games durchspielen. Gefällt mir. Ist richtig entspannt mit dem Controller jetzt mal hier rum so eiern. Vielleicht mal ungefähr mit. Please be in here. Genug Valorant gespielt mit Maus und Tastatur gerade. So, hier wartet. Hier wurden wir ja zusammengeledert. Aber hier ist nix. Alter. Nochmal. Aber die macht auch immer ihre Helmlampe aus, ja? Hier ist kein Licht. Nischt. Ja. Wir schauen mal weiter. So, hier ging's ja noch. Jessica. Where is he? Helen tried to silence me. And people need to know. Know what? That this is bigger than just us. But don't worry, I'm looking into Helen's work right now. What was she doing? Come to the greenhouse. I'll show you. Jack must be there with. Oh, fuck. What happened here? Schau, ob es hier noch ein paar Dateien gibt. Recording this after a long day. So, hat er nicht irgendwas erzählt von dem jetzt der An, ne? I really hope you printed that and not him. Können wir hier auch so ein Ding printen, Mann? Ich will auch so eine coole Axt haben, Alter. Vielleicht kommt das ja noch. Und wie ist hier Gina so genau? Okay.
dass man nichts sieht mit der Lampe. Na gut, hier ist auch nichts. Mal kurz hier. Schau mal kurz hier drüben nach. Ist bestimmt zu. Greenhouse. Wir sind ja jetzt an dem Greenhouse, ist das hier? So. So, Kommunikationszentrale müsste ja dann gerade zu sein hier eigentlich. Ja doch, da sieht man die Satellitenschüsse schon. Das sieht gut aus. Vielleicht können wir das ja von außen irgendwie machen. Sind Logistics. Ich gehe jetzt ja hier auch noch irgendwo anders rein. Aber wieder nicht bestimmt. Wieder nicht. Außenrum. Wenn ihr hier mal unterwegs seid, geht nur auf der Vorderseite rein. Wünsch wird wohl immer doller hier. Ist auch super still hier gerade. How am I supposed to move that? In this storm? There must be something here to help. Muss man das denn moven, Mann? Okay, wir brauchen was, was uns hilft. Da leuchtet auch schon was. Sieht aus wie so ein fahrbarer Kran. Nee. Fahrbarer Kran, Alter. The things I do for you, Leary. Ist ja alles hier in der Nähe, ne? Da haben wir aber ein Glück gehabt gerade. Ist lustig, dass man daraus auch einfach gleich einen Film machen könnte. Das wäre ziemlich cool eigentlich. Let's remove the lockdown and find him. Na dann mal los. Nur das Areal da drin ist nicht 7 Stockwerke tief wieder. Nur wenn wir Glück haben. Naja. Hier leuchtet einfach mal alles rot. Ich denke nicht, dass es so gut ist. Wir schauen erstmal. There is no way this can help me remove the lockdown. At least I don't think so. I'll call that Plan B.
Und kann man das so drehen? Ich finde es ja noch wichtig, oder? Ach so. Hallo? Mein Controller ist so langsam, was ist denn da los? Ich drück doch die Tasten, Mann. Stop about safety regulations, you'd think he'd understand why he's not allowed back here. Okay, das ist nicht der Verrückte. Ich kann mich natürlich jetzt auch irren, aber... Hey, hier gibt's noch eine Videodatei oder sowas. Vielleicht. We will see. Odd request today. Audio. Phoebe asked me to increase the chest difficulty. I actually don't know how to do it. It's been a long time since I had to log a support ticket and it was for chess. Who knew? Okay. Hier ist noch ein Poster. Und ein PC. Vielleicht ist hier jetzt auch noch so eine weirde Datei dabei. Today, our power system continued to fail. The array becomes more damaged with each cycle. I get that people are frustrated, but there is only so much I can do. I have been studying. Hopefully it helps at next week's get together. Sehr geil. So. Lager Nummer 3. If not here, then where? How do I reset the system? Mal gucken, hier geht's zum Treppenhaus. Oder nicht ganz. Wie immer kaputt, oder? Die Dinge. So. Focus and calm. Easy. Weiter geht's hier, weiter geht's. Ist doch sonst immer so eine taffe Frau hier, oder? Unterwegs.
Schüchtert doch so ein Geisteskranker hier niemand ein, oder? Easy. Finde ich selber gesagt, die Zombie-Filme sind Zeitverschwendung. Schauen wir, was hier noch so abgeht. Mhm. I really thought I had it. Okay. 25, 28, 23. Okay. Kann ich hier nicht hin zu den anderen? Ach, ich muss noch mal drauf gucken, mein Gehirn. Mein Gehirn ist weak heute. Oh. Nehmen wir erstmal die beiden. Okay. 25. Let's hope this works. What even is that? Okay. 25, 28. 23, 35, 39. I haven't got time for this. Na, musst du dir nehmen. Es geht ja nicht weiter sonst, ne? Bipu-bapu. Was war das jetzt nochmal? Hat nicht mehr gemerkt. 35 und 35, Alter. Und die 39 nochmal bitte. Das ist aber ein großer, voller Server hier. Piep, boop. So, jetzt geht los, die wilde Party. Wir haben das jetzt alles mal zurückgesetzt hier. Continue. Let's get the system back online. At least the system reset. I just need access. Who has it?
Hoskins, canteen. Got it. One last stop and then we're out of here. X4. Kantine waren wir da auch schon, oder? Achso, jetzt können wir nicht mehr drauf zugreifen. Okay, Staircase, das heißt nach oben nochmal. Ist das hier eine Direktverbindung? Das wäre ja ziemlich cool eigentlich. Sieht ganz so aus. Jesse, think about what you're doing. I am. It's been a long night. And I'm just trying to contain this. You haven't seen what I have. Listen to me. You have no idea what you're doing. Jessica. Okay. I'm let this go on long enough. I'm on my way. So, Crewquartier, da war doch auch die Kantine, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Halt nicht so. Private Rooms. Rec Rooms. Was war da hinten? Morning. Das ist immer noch nicht offen. Ja, wir schauen mal. So, da die Dingens nach oben. Oder nach unten, das weiß ich natürlich nicht so genau. Ich habe jetzt nicht gemerkt, wo die Kantine ist. Okay, wir schauen mal hier nochmal kurz rein, ob hier irgendwas ist. Come after everyone. Come on, Appleton. Stay on mission. So, da hinten nochmal. Ach so, es war ja der. Hier war doch die Kantine, oder nicht? Sind wir da nicht vorbeigekommen dann? Ich bin maximal verwirrt gerade, anstatt ich auf die Karte gucke, ja. Jetzt einmal aber. Junge, Alter. Stairwell. Bambadam. So. Drill Bay. Muss ich auch nochmal auf die Karte gucken. Ich bin wirklich maximal verwirrt. War hier nicht der Durchgang? Vorratsraum. Schmelzofen. Gewächshaus. Alter, ich bin wirklich maximal verwirrt. Wo ist denn die verdammte Kantine, Alter? Alter, ich komplett als erstes da?
Muss auch bei den Crew-Dingens sein. Und dann sind wir da vorbeigelaufen. Und dann meint er, er hat sich da von dem Schatten erschrecken lassen. Na dann, das müsste ja schon richtig sein hier. Ja, hier ist so die Kantine. So wird da ein Schuh draus. Ja, da habe ich mich gerade selber hops genommen, will ich mal sagen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle bei allen Zuschauern. Ich hätte ja auch gleich mal auf die Karte gucken können. Ist diesmal die Kantine einfach hier offen. Weil wir auch die professionelle Karte jetzt, ja? Das ist der Supply Room, wo... Hier ist die Fahne. Können wir auch nochmal anschauen, schnell. I can't believe they still have these. Ja, ja, ja. Spaß, Spaß, Spaß. So, jetzt aber auf in die Kantine hier, nicht weiter ablenken lassen. Ich habe gedacht, vielleicht kriegt man dann noch irgendeinen Secret-Erfolg, wenn man sich hier alles anguckt. Not in use. Adam? Yes, finally. Fuck lockdown. Finde alle Crewmitglieder. Okay. So. Schauen wir, ob wir noch was finden. Außer die Karte. It's next for 2 credits. Let's go. So, wo müssen wir denn jetzt hin eigentlich? Die Tunnel, um ins Gewächshaus zu kommen. Das Gewächshaus hier drüben oder das Gewächshaus, ja. Wir haben noch die Access-Karte. It might not be full access, but the tunnels are good enough. Probably safer to enter that way anyway. Hier vorne auch drin, ne, oder? Every day it's something new. If it isn't why, then Helen, it's Nick or Azim complaining about the power. I'm holding together best I can, but something must give. I'm hopefully it'll all be worth it in the end. I remain hopeful anyway. So.
Na super. Oh, das Sounddatei hier. Ipupapu. Und rein damit. Had to separate Nick and Wyatt today. Another argument. I'm not sure what has gotten into either of them. I'm amazed Wyatt actually thinks Nick is intentionally harming his team. So bizarre. Das ist verrückt. So, nichts übersehen, großartig. Und weiter geht die wilde Fahrt. Dann schauen wir doch mal hier, was die drauf hat. Boston Heyday. Okay, da war das andere ja ein bisschen cooler. Door locked. Door locked. It really is empty here. Door locked. Seitdem kommt man irgendwo durch in die Tunnels rein. In die Tunnels. In die Tunnel. Ah, damit. So. Warte mal. Müssen wir hier auf die Karte nochmal schauen schon? Mal. Mhm. Jetzt mal hier ein bisschen gedruckt hier in die Taste. Drill Bay. Doch, wir müssen eigentlich nach unten. Oder wir gehen halt nach außen und dann durch die Haupttür rein. Weil hier unten ist ja zu, oder? Ja, anscheinend nicht. Wir haben doch die Karte gefunden, Mann. So. Jessica. Where is he? Just stop this, please. You don't know what you're doing. I could say the same to you. I'm saving lives. That's what I do. Adam? Asim? How exactly did you save them? I've let this go on long enough. So, wenn die jetzt endlich fertig sind mit Erzählen, würde ich jetzt die Folge beenden und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, also morgen, im Greenhouse. Gehen wir wahrscheinlich hier durch den Tunnel weiter. Und dann kommen wir im Greenhouse an, schauen, was wir da noch so alles zu erledigen haben. Und ob wir Adam da finden, werden wir mal sehen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye.